Lieben, ich begrüße euch und zwar begrüße ich euch zu meinem Weihnachts- und Neujahrsgewinnspiel. Ich habe noch eine Auslosung von meinem Bloggeburtstag, da gibt es nachher zwei Gewinner und es gibt noch einen dritten Gewinner, der ein paar Goodies von mir bekommt, aber das werde ich dann nachher machen. Und es, ihr habt, wie der Name schon sagt, Weihnachts- und Neujahrsgewinnspiel. Ich habe letztens eine Umfrage gemacht und habe euch gefragt, was euch mehr interessiert, ob Dystopien oder Märchen, und es haben tatsächlich die Märchen gewonnen, und ich habe mal in meinem Regal so ein bisschen geschaut, was ich an Märchenadaptionen und märchenähnlichen Büchern da habe, und habe tatsächlich einiges gefunden. Also ihr seht, da ist es etwas leer da hinten, und ja, stellt euch die Bücher einfach vor. Und was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt euren Favoriten aus den vorgestellten Büchern gewinnen. Kommentiert einfach, was euer Favorit ist, welches Buch ihr, welche Märchenadaption ihr davon schon lange mal lesen wollt. Oder ihr habt eine andere Märchenadaption, dann könnt ihr die auch kommentieren unten, die ihr euch unbedingt wünscht. Und ja, wie gesagt, es wird dann einen Gewinner geben. Das Gewinnspiel wird bis zum 3.1.2017 laufen. Ich hoffe, ich habe frei. Ansonsten kann es halt wieder sein, dass es sich um ein paar Tage verschiebt. Das sage ich euch aber natürlich wieder Bescheid. Und ja, ihr solltet über 18 sein und solltet euren Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland oder Österreich haben. Nein, Mietz, es geht nicht auf den Stapel. Ja, die macht halt mit. Ja, und danach lose ich natürlich noch den Bloggeburtstag aus und da hole ich mir die Hilfe von meinem zauberhaften Mann, der gerade auf sein Footballspiel für mich verzichtet, wofür ich ihm natürlich sehr dankbar bin. Hast du gehört? Gerne doch. Okay, ja, es geht los. Es geht mit einem Thriller los. Und zwar geht es um eine Märchenadaption von Rumpelstilzchen. Ich habe natürlich wie immer viele der Bücher noch nicht gelesen. Ich ja, habe so ein bisschen so Märchenadaptionen in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren gesammelt. Ein paar kenne ich, ein paar kenne ich nicht. Deshalb entschuldigt bitte, wenn ich euch nicht zu viel erzählen kann. Wenn ihr Klapptext oder irgendwas zu den Büchern wissen wollt, einmal hier schreien und ich setze euch das irgendwo unten rein. Das ist, wie gesagt, der geheime Name, eine Märchenadaption zu Rumpelstilzchen. Und das schließt wohl auch an, nachdem das eigentliche Märchen fertig ist, weil er wollte ja das Kind der Königin und das ging ja schief. Und das spielt wesentlich später, sehr, sehr später, und er geht in diesem Buch einen neuen Pakt ein. Das ist ja schon mehr ein Thriller und etwas düster wohl. Dann habe ich für euch das 10. Königreich. Das war mal eine Fernsehserie. Ja, ich bin ein Kind der 90er, denn da lief die ungefähr 90er oder 80er. Ich glaube 90er. Und zwar spielt das Buch in einem Paralleluniversum oder in einer Parallelwelt. Einmal in New York, da stehen sie noch, die Twin Towers. Und einmal in einer Märchenwelt. Ich kenne das Buch selber noch nicht, habe aber die Serie gesehen und fand die damals schon toll. Und ja, bin gespannt, wie das Buch ist. Es ist noch eine ganz alte Ausgabe. Schaut, da steht noch RTL. Denn da lief das damals. Und ja, bin gespannt. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal auf dem Flohmarkt für 2 Euro oder so entdeckt. Dann weiß man natürlich nicht, was mit der Schneekönigin geschehen ist, nachdem sie quasi besiegt wurde und Kai und Gerda ja wieder nach Hause gefunden haben. Und das wird dann in Kalmeier in Frostfeuer behandelt. Und zwar zieht da einer in den hohen Norden und schaut in die alte Festung der Schneekönigin und versucht da so ein bisschen rauszufinden, was eigentlich aus der Schneekönigin wurde. Dann habe ich eine super, super, super wunderschöne Märchen Trilogie für euch. Und zwar, schaut mal da, die 13. Fee von der Julia Adian. Der dritte Teil ist noch eingepackt. Shame on me, ich lese ihn sehr, sehr bald. Ja, da geht's, wie sollte es anders sein, steht ja im Titel, um die 13. Fee. Und zwar, nach einem Fluch erwacht diese und ist mordsmäßig sauer, weil ihre Schwestern sie da haben halt so da schuld dran sind, dass sie so lange geschlafen hat. Und ja, sie sind halt auf Rache und trifft da auf die Schneekönigin auch und auf die Kinderfresserin und auf einen ziemlich sexy Holzfäller. Also es gibt auch ein paar erotische Stellen da drin und gehört. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe dieses Buch wirklich geliebt und finde es eine wahnsinnig schöne und spannende Märchenadaption und ja, werde den dritten Teil hoffentlich bald mal lesen. Ich komme hoffentlich bald dazu.
Dann habe ich noch mal eine Reihe für euch, und zwar geht es da auch um die Märchen der Gebrüder Grimm. Das spielt in einer Spiegelwelt. Die Reckless-Reihe, das ist der dritte, das ist der zweite und das ist der erste von der Cornelia Funke. Spiegelwelt, Grimms Märchen, was soll ich dazu sagen, ist natürlich genau meins, und ich liebe es. Ich habe den zweiten noch nicht und den dritten noch nicht gelesen. Aber mal sehen, ich bin gespannt. Den ersten muss ich noch mal lesen, denn das ist schon eine ganze Weile her, dass ich den gelesen habe und kann mich jetzt nicht mehr so gut an alles erinnern. Ich glaube, ich fliege da noch mal drüber, bevor ich die anderen beiden Teile lese. Dann, was haben wir hier? Noch mal ein Thriller. Muss ich nicht viel sagen, welche Märchenadaption das ist. Aschenputtel lehnt sich da so ein bisschen dran und behandelt das oder behandelt diesen Fall so. Ist ein Schweden-Thriller, Olsen, klar, die sind ziemlich spannend und ziemlich gruselig oft. Und, wartet mal, geht um ein verschwundenes Mädchen. Habe ich auch noch nicht gelesen. Das habe ich mir mal ertauscht, da bin ich noch nicht zum Lesen gekommen. Da habe ich nur die Schuhe gesehen und Aschenputtel gelesen und muss das halt sofort haben. Dann, das ist auch eine Reihe, da habe ich nur den ersten da. Wie Monde so silbern von der Marissa Meyer geht um, schaut mal, das sind alles Schuhe, um Aschenputtel, ist ein bisschen abgespaced wohl, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich irgendwie noch nicht richtig rangetraut und ich habe ein bisschen Angst davor. Also sie soll gut sein, aber sie soll etwas kurios sein und etwas seltsam sein. Also ich lasse mich überraschen. Ich werde es hoffentlich bald lesen und schauen, dass ich dann auch die anderen Teile kriege. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gibt 4 oder 5, aber nagelt mich nicht fest. Wer es weiß, einfach mal unten kommentieren. Bin ich immer dankbar für. Dann, huch, jetzt ist der Stapel umgefallen. Dornröschen-Tod. Ein tolles Cover. Dornröschen. Ja, es geht um den Dornröschen-Mörder, der drückt irgendwelchen Mädchen Rosen in die Hand, und das ist für die Mädchen sozusagen das Todesurteil. Und ich glaube, 5-mal hat er jetzt schon gemordet. Und es geht in diesem Buch um Ariane, die dann auch plötzlich eine Rose in der Hand hält. Ja, wie gesagt, wunderschönes Cover. Ist ein Jugendthriller, ist aus dem Ravensburger Verlag, ist also nicht so wie die Erwachsenen-Thriller so blutig oder so, aber trotzdem spannend. Haben mich jetzt schon viele Jugendthriller überrascht. Dann Sinabel, Zeit der Magie von der Jennifer Alice Jager, ein Impresstitel. Ich habe mir sagen lassen, es dreht sich so ein bisschen um Brüderchen und Schwesterchen. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich sehe nur Feen, Drachen, Einhörner und ja, werde es bald lesen. Ich glaube, das ist so ein Buch für zwischendrin. Das habe ich aber auch noch nicht lange. Deshalb werde ich es ziemlich bald lesen. Dann ein Märchen im klassischen Sinn, die Schneekönigin von Wolfgang und Heike Holbein. Die haben das Märchen nochmal neu geschrieben, neu umschrieben. Also es ist schon das typische Schneeköniginnen-Märchen. Da fand ich auch das Cover so schön. Und natürlich geht es da auch um Kai und Gerda. Und schaut mal, drin ist das Buch so aufgemacht. Und ja, so. Also sehr typisch an das eigentliche Märchen, aber nochmal neu umschrieben. Und ich glaube auch kürzer geschrieben und ausgeschrieben und kindischer geschrieben. Genau. Auch nochmal von Wolfgang und Heike Holbein, die wilden Schwäne, ist ja auch ein klassisches Märchen. Das ist doch das, wo die aus Brennnesseln die Pullover stricken muss für ihre Brüder, die Schwäne sind. Ich hoffe, ich erzähle euch jetzt nichts Falsches, aber irgendwie muss sie da so ihre Brüder retten. Und ich kenne das Märchen und liebe das Märchen und ist auch von den Zweien so an das klassische Märchen sehr, sehr eng angelehnt. Dann Alice im Wunderland, ich glaube, 4 Teile, sind es 4 Teile, sind es 3 Teile. Lasst euch überraschen, schaut mal nach. Alice im Zombieland und Rückkehr ins Zombieland, das gab es bei Avelle sehr günstig. Mäuschen. Nicht die Palme anfressen. Nicht die Palme anfressen. Mausi. Kannst du die Mieze da runterholen? Die futtert die Palme Du Blitz. an. 2 Tage, du. Komm her.
Gott. Palme gerettet, Katze geht's gut, Mann ist auch glücklich. Ja, Alice im Wunderland Bücher mit Alice im Zombieland. Ich habe sie noch nicht gelesen, habe aber so viele gehört, die so begeistert waren von diesen Büchern und sollen so ein bisschen düster sein und mysteriös. Und ja, ich lasse mich überraschen, mag ich ja ganz arg. Dann Aschenkindl, klar, lehnt sich an das Aschenputtel an. Ich weiß, die Autorin hat jetzt auf der Frankfurter Buchmesse auch einen Preis gewonnen und ihr Buch wird wohl jetzt neu verlegt, auch im Hardcover. Die hat diesen Kindle-Deal gewonnen und freue mich wahnsinnig für die Autorin und habe auch schon viele über dieses Buch reden hören und schwärmen hören und bin auch schon ganz gespannt. Dann Märchen ähnlich, ja, ein Märchenbuch aus dem Drachenmond Verlag mit lauter, jetzt schläft gerade mein Fuß ein, mit lauter Kurzgeschichten, unter anderem von der Julia Adrian, da geht es um die Kinderfresserin, da erfährt man in einer Kurzgeschichte mehr über deren Geschichte, von der Nina Blasson, die Mara Lang ist mit dabei und Tanja Kinkel, Nina Bellen, Susanne Gerdon, Fabienne Siegmund und. Die haben hier alle Märchenadaptionen, Kurzgeschichten zu Märchen hineingeschrieben und Märchenadaptionen. Und ich habe schon ein paar gelesen, also ich lese immer mal abends so ein, zwei Märchen und ja, ich finde es toll. Also das ist wirklich so, als hätte man dieses alte Grimms Märchenbuch auf dem Schoß abends und liest da Grimms Märchen noch vorm Schlafen gehen und ich liebe es. Ich liebe das Cover, ich liebe das Buch. Ihr seht, wie toll das drin aufgemacht ist. Bin total begeistert. Und dann habe ich noch einen Thriller für euch. Märchenblut. Da geht es ja auch so um, was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Ich meinte, es wären sechs Geißlein. So sind es lauter Wackersteine. Kennt ihr ja. Der Wolf und die sieben Geißlein. Genau, jetzt fiel es mir gerade nicht ein. Der Wolf und die sieben Geißlein. Das ist auch, es gibt einen Mörder und der hinterlässt immer so als Spur oder als sein Zeichen Zitate von Märchen. Und die Mutter ihnen auch oft dann diesen Zitaten. Und ja, sehr spannend, sehr cooles Buch. Habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, gell? Hole ich irgendwann mal nach. Von der Nadja Roth. Wer es so ein bisschen spannend und düster mag. Und ja, fand ich sehr gut. Und dann habe ich noch Aschenputtelfluch von der Christina Kuhn. Christina Kuhn fällt mir gerade ein, ist es nicht die vom Monday Club? Schaut mal, da gibt es noch mehr. Dornröschengift und Schneewittchenfalle und Märchenmut. Und ist auch so ein bisschen Jugendthriller-mäßig und lehnt sich auch sehr an die Märchenadaptionen an. Da habe ich auch noch von der Susanne Mitschke, die Nixenjagd, die kleine Meerjungfrau. Habe ich noch nicht gelesen, gebe ich zu meiner Schande zu, aber bin gespannt. Und ja, ich habe hier noch meine absolute, allerliebste Lieblingsmärchenreihe, Trilogie. Märchenhaft erwählt von der Maya Shepherd, Märchenhaft erlöst von der Maya Shepherd und der dritte Teil, Märchenhaft erblüht von der Maya Shepherd. Und ich finde diese Bücher so schön und ich finde diese Märchen so schön. Es geht auch um eine Brautwahl. Der Prinz soll sich eine Braut erwählen und unter diesen Kandidatinnen bei dieser Brautwahl sind auch zwei Mädchen oder zwei Frauen aus dem gemeinen Volk. Die eine will eigentlich gar nicht, macht dann aber wegen ihrer Schwester dann doch mit. Und die müssen so einige Prüfungen bestehen. Und dann gibt es natürlich noch die böse Hexe bzw. böse Fee, die den Prinzen natürlich aufhalten will und ihn für sich will und ihm da eine Falle nach der anderen stellt. Und ich finde es einfach so schön. Das sind ganz eigene Märchen. Manchmal kommen ein paar so die typischen Märchensymbole und so bekannt vor. Dann gibt es aber wieder neue. Und ich mochte diesen Schreibstil. Also der hat mich wirklich so an diese Grimms Märchen erinnert und in die Welt eintauchen lassen. Und den dritten muss ich noch lesen. Ich gestehe, Maja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Beim zweiten hatte ich ja zu einer Blogtour mitgemacht. Und ja, wie gesagt, also ich finde die Bücher wirklich toll und kann die nur empfehlen und finde auch diese Cover so wunderschön und die gibt es als Taschenbücher und die gibt es als Hardcover und ich habe jetzt hier die Hardcover-Ausgaben und das sind auf jeden Fall Bücher, die ich für immer in meinem Regal haben werde und die ich auch oft angucke.
Ja, und was haben wir denn noch? Genau, märchenähnliche Bücher, also Bücher, die mich so an Märchen, wo ich sagen würde, ja, das sind so, lassen sich so in das Genre, in die Art mit einordnen. Was sind Märchen? Für mich sind Märchen ein Königreich, ein Prinz, eine Prinzessin und ein bisschen Magie, nicht zu übertrieben und eine Moral und ein Kampf Gut gegen Böse und klar, das Gute gewinnt. Also Märchen müssten für mich meistens gut ausgehen. Wobei die kleine Meerjungfrau, also nicht das Disney-Märchen, sondern das Original-Märchen, das geht ja gar nicht gut aus. Ja, deshalb da. Ja, habe ich so ein kleines Trauma. Aber eigentlich sollten Märchen wirklich gut ausgehen und auch ein gutes Ende haben und ein bisschen auch die Moral haben, dass das Gute immer über das Böse siegen kann. Was mich so ein bisschen an Märchen erinnert hat, ist, die Rabenkönigin ist jetzt vor kurzem neu im Drachenmond Verlag erschienen von der Michelle N. Weber. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen. Eine Königin, in deren Brust kein Herz schlägt, ein Prinz gefangen hinter Spiegeln, das Spiel des Feenkönigs, das keine Sieger kennt. Ja, das klingt ja wirklich schon so typisch märchenhaft. Bin gespannt, also das wollte ich sehr bald lesen. Dann so ein bisschen an die kleine Meerjungfrau erinnert hat mich der Zauber der Meere von der Valeria Sommer. Da geht es auch so um die Sirenen und um die, ja, um die mehrere Meerjungfrauen und um eine gefährliche Reise und sowas. Also da musste ich wirklich so ein bisschen an die kleine Meerjungfrau denken. Dann Märchen. Ja, Märchen spielen oft auch in so einer Art mittelalterlichen Welt mit ein bisschen Magie. Und Winterlied hat mich auch ganz arg an ein Märchen erinnert oder an ein Märchen denken lassen. Das Erbe der Wanderer. Ja, es geht auch so ein bisschen um Magie und Liebe und Tanz und ein großes Abenteuer und ist so ein bisschen ein romantisches Märchen. Dann, was haben wir noch? Ja, klar, die Bücher hier kennt auch jeder, wenn der Sommer stirbt und der Winter erwacht, die gehören ja zusammen. Die habe ich auch noch nicht gelesen, aber da geht es auch um ein Königreich mit Magie und eine Prinzessin und Prinzen und Königreich der Jahreszeiten und sowas. Und ja, könnte man eigentlich auch in die Sparte Märchen mit einordnen. Märchen, Fantasy, so. Dann, was haben wir noch? Das hier. Glacis, gefangen im Eispalast. Ein Mädchen, ein Thron, zwei Prinzen. Erklärt sich natürlich von selbst. Ist auch wunderschön aufgemacht. Das Hardcover finde ich ganz toll. Ja, die Miets will heute unbedingt auch mit drauf. Die muss heute unbedingt auch mitgefilmt werden. Und ja, dann wollte ich euch noch mein liebstes Märchenbuch. Das gibt es natürlich nicht zu gewinnen, weil ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr im Handel und gar nicht mehr im Laden. Zum Abschluss wollte ich euch noch mein Märchenbuch zeigen, und zwar die Wurzelprinzessinnen und andere Märchen. Aus diesem Buch hat mir früher meine Mama immer vorgelesen. Schaut mal, ist auch schön illustriert. Und das hat natürlich auch einen festen Platz in meinem Regal und wird da auch für immer bleiben. Das war's mit Märchen. Ich hoffe, ihr könnt es euch merken. Ansonsten fragt einfach nochmal, da muss ich die Tage mal eine Liste zusammenstellen, was ich euch jetzt alles vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr habt auch was gefunden, was ihr vielleicht noch nicht kanntet. Vielleicht habt ihr auch Tipps für mich von Märchen, die ich auch noch nicht kannte. Was hatte ich jetzt? Das Zauberhaft Aschenputtel hatte ich letztens noch. Ist natürlich auch eine Märchenadaption zu Aschenputtel und das typische Märchen. Und ja, ich los dann aus, Schatz, wenn du Zeit hättest. Da will jemand kuscheln. Baden-Rensiner will die hin. Ein Mäuschen. Unsere Katze ist ein kleiner Platsch. Der Sternwanderer? Ja, ist das ein Märchen? Kennt ihr den Sternwanderer? Das mag ja mein Mann so Ich arg. würde es ja schon da so mit rein. Ja, aber den habe ich ja nicht da. Und zwar Doch, hat das einmal steht doch irgendwo. gewonnen. Bleibt da. Du musst noch mal ziehen. Ach so, ja, mach. Die Luna Night Light, schreib mir doch mal bitte per PN, entweder über Facebook oder eine E-Mail an die kunterbuntebücherkiste@web.de, welches Buch du dir gewünscht hast aus meinen rezensierten Büchern. Dann gibt es natürlich noch einen zweiten Gewinner.
Okay, warte. Der ist rausgeschmissen. Die Petra Weber. Herzlichen Glückwunsch. Halt! Du musst noch einmal ziehen. Du darfst dich auch über ein Wunschbuch aus meinen Rezensionen freuen. Und dann habe ich noch jemanden, der von mir so ein kleines Goodie-Päckchen mit Leseproben und Lesezeichen und einem selbstgebastelten Lesezeichen und so einen tollen Notizbuch und so einen tollen Bleistift da freuen darf, so als kleiner Trostpreis. Und zwar... Ich muss Leute, mir verbrennt sonst der Auflauf. Oh nein! Ja. Die Vanessa Adolf, du bekommst von mir ein kleines Goodie-Päckchen. Schreib mir bitte deine Adresse. Also ich packe da natürlich noch mehr dazu für dich. Und auch die anderen kriegen so ein paar Leseproben und sowas, was ich noch da habe von der Messe. Und ja, das war's. Also, wie gesagt, euren Favoriten an Märchenadaption. Es muss kein Buch sein, das ich euch jetzt vorgestellt habe. Es kann wirklich auch ein völlig anderes Märchen, eine völlig andere Märchenadaption sein. Schreibt unten hin, was ihr euch wünscht, bis zum 3.1. Und ja, ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten. Heute ist ja der 2. Advent. Ich muss nachher noch mein Kätzchen anbrennen. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und erfriert bloß nicht. Es ist arschkalt draußen und... ja, ich sag mal danke und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.